In diesem Video lernst du, was ein Ortsvektor ist. Wir haben hier in unserem Koordinatensystem den Koordinatenursprung 0, 0 mit einem großen O gekennzeichnet eingezeichnet und einen Punkt B. Und wenn wir jetzt den Koordinatenursprung und den Punkt B verbinden, dann bekommen wir ja einen Vektor. Und diesen Vektor nennen wir Ortsvektor, weil er seinen Ursprung im Koordinatenursprung hat. Was hier noch wichtig ist, ist, dass der Punkt in der Zeilenschreibweise angegeben wird und der Ortsvektor in der Spaltenschreibweise. Also zusammengefasst, wenn du einen Vektor hast, der seinen Ursprung im Koordinatenursprung hat, dann nennt man diesen Ortsvektor. Das war's, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.